Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declaring a silent war. Can't do it anymore. This is not what I was asking for. Hast du eine Bank gefunden? Ja, genau. Ich habe es mir gemütlich gemacht. Macht es euch auch mal gemütlich. Wir haben wieder ein neues Stellplatzvideo für euch. Beziehungsweise heute ist es ein Campingplatz. Wir sind mal wieder an der Mosel und sind in dem Moselörtchen Wolf gelandet. Wir stehen auf dem Moselcamping Wolf hier direkt an der Mosel. Ein schöner, familiengeführter, überschaubarer Campingplatz, auf dem man es sich gut gehen und wohlfühlen kann. Wir zeigen euch mal alles. Hier gibt es nämlich alles, was wir brauchen, was wir wollen, um eine schöne Zeit zu verbringen. Kommt einmal mit, ich zeige euch alles. Fangen wir mit der Einfahrt an. Ihr kommt angefahren und schon an den Fahnen werdet ihr freundlich begrüßt, dass ihr hier an der Einfahrt zum Campingplatz seid. Wir sind nämlich hier Mosel Camping und befinden uns an der Einfahrt. Egal aus welcher Richtung ihr kommt, von Traben-Trarbach aus oder von der anderen Seite, der Campingplatz ist schon durch den ganzen Ort sehr gut ausgeschildert und ihr könnt euch nicht verfahren. Das Navi lotst euch sicher hier an die Uferstraße 16. Aber auch die Schilder führen euch sicher dahin. Ich komme an. Habe ich reserviert? Muss ich reservieren? Das erzähle ich euch jetzt. Ihr habt die Möglichkeit, online zu reservieren. Bucht ihr online vor, müsst ihr immer 2 Nächte reservieren. Das ist Voraussetzung für die Online-Buchung. Habe ich nicht reserviert und komme auf gut Glück an und will gucken, ob noch frei ist, haben wir hier auch einen Self-Check-In, wo ihr euch einchecken könnt. Das Terminal zeigen wir euch gleich, sobald es frei ist. Manchmal, und das ist wichtig für euch, geht mal auf die Homepage, gibt es Rabatte, dass ihr auch vergünstigt hier stehen könnt, wenn der Platz zum Beispiel nicht voll belegt ist. Dann gibt es schon mal richtig gute Prozente. Also von daher, schaut ab und zu mal auf die Homepage, wenn ihr euch spontan unterwegs sein wollt, könnt ihr vielleicht da den ein oder anderen Preisvorteil nutzen. Gehen wir mal davon aus, ich habe online gebucht. Ihr bekommt eine Buchungsbestätigung mit einem PIN-Code für die Schranke. Damit könnt ihr auf hier der Seite immer rein und auf der anderen Seite wieder rausfahren. Leider ist das Check-in immer noch belegt. Deshalb gehe ich jetzt mal von der Variante aus. Ihr gebt den PIN ein und dann müsst ihr schnell sein. Die Schranke geht nämlich genau in dem Moment, wo ihr die letzte Ziffer gedrückt habt, schon hoch. Die ist rucki-zucki, bleibt aber auch lang genug offen, weil Alfred war draußen, musste wieder einsteigen. Das hat funktioniert, ohne dass sie uns aufs Dach gegangen wäre. Also von daher, aber die geht zügig hoch, funktioniert reibungslos, ohne Wenn und Aber. Ja, und dann fahrt ihr auch schon auf den von euch gebuchten Platz, beziehungsweise es gibt eine Kategorie, wo die Plätze frei wählbar sind. Das ist in der 3. und 4. Reihe, aber dazu sage ich euch gleich mehr und auch zu den einzelnen Platzpreisen, weil wir hier verschiedene Kategorien haben. Aber ich würde euch das gerne gleich am Terminal zeigen. Check-in. Ich habe nicht gebucht. Wir haben hier das Check-in-Terminal in Deutsch, Niederländisch und Englisch und kann hier buchen oder ich habe reserviert und mich dann einloggen, dass man weiß, ich bin auch da. Nicht nur also durch die Schranke mit dem PIN fahren, sondern auch bestätigen, dass ich da bin. Also das liegt nicht am Touch, das liegt an meinen Fingern, also ob mein Handy oder sonst was. Es ist immer bei mir ein Problem, wenn ich schon Touch betatsche. Ihr gebt hier euren erhaltenen PIN-Code ein, mit dem ihr ja auch durch die Schranke gefahren seid und loggt euch ein, damit jeder weiß, die sind da. Das ist ja auch aus feuerwehrtechnischen Gründen, Sammelstelle und so weiter. Ganz wichtig, damit man nachher weiß, in einem Problemfall, wie man alles evakuieren muss.
Und dann gebt ihr hier euren PIN-Code ein, sagt okay und dann sagt er herzlich willkommen. Ich bin aufs Geradewohl hier hingefahren, dann kann ich, wie gesagt, auch nur eine Nacht stehen. Ich möchte buchen. Dann sage ich, wie viele Personen ich hier habe. 2 oder wie viele Kinder. Kinder bis 6 Jahre sind kostenfrei. Und dann führt das Touch euch in eurer Sprache hier durch. Ihr gebt den Zeitraum ein von bis und nachher euer Kennzeichen, eure Daten, eure Anschrift und so weiter. Das zeige ich euch nicht alles. Das Menü ist gut. Es ist das gleiche wie in Pünderich. Da haben wir es detailliert gezeigt. Erspare ich euch an dem Fall jetzt, weil ich denke mal, das weiß jeder, was er machen muss. Bezahlt kann nur EC Cash. Ihr könnt hier nicht bar bezahlen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, was hier auch noch gleich kommt, dass ihr euch eine Kategorie auswählt. Diesen Punkt bin ich jetzt übersprungen. Den zeige ich euch nämlich hier am Plan. Wir haben hier die Premiumplätze in der ersten Reihe. Hier dürfen nur Fahrzeuge und Wohnwagen bis 3 Tonnen und mit einer Länge bis 6,50 Meter stehen. Das hat was mit der Uferböschung zu tun und dem Druck und dem Gewicht, der dann nach vorne ausgeübt wird. Und wenn die Mosel ein bisschen höheres Wasser hat, ist das natürlich schon eine enorme Belastung. Und wenn durch Regen und so weiter die Böschung auch noch etwas aufgeweicht ist, will man damit vermeiden, dass es zu Erdrutsch kommt. Sonst hat man ein Schwimmmobil. Hier vorne die Plätze. Oder ich sag mal so, besser gesagt, die Preise sind etwas zeitvariierend. Kennen wir ja alle. Nebensaison, Hochsaison, Nebensaison, Zwischensaison. Ich gehe von diesem Wochenende aus. Wir haben das Wochenende vom 24. bis 26. August. Zum aktuellen Zeitpunkt kosten die Premiumplätze 43 Euro pro Nacht mit 2 Personen. Beziehungsweise bis 4 Personen. Wir haben an den Plätzen immer erreichbar Strom in der Nähe, der mit 6 Ampere abgesichert ist. Die nächste Kategorie sind diese grünen Punkte, das sind die Komfortplätze. Wir stehen hier auf der 204. Das sind Plätze zwischen 80 bis 100 Quadratmeter, Stromversorgung in der Nähe mit Kosten von 39 Euro. Dann haben wir hier die mit C-Kategorie markierten Stellplätze, das ist die Klassik-Kategorie, frei wählbar. Hier könnt ihr keine Platznummer buchen. Das ist die 3. und 4. Reihe, auch wieder mit Strom in der Nähe. Die Plätze kosten 37 Euro. Da fährt man einfach hin und stellt sich dorthin, wo es einem gefällt und natürlich auch frei ist. Dann haben wir hier vorne noch kleine Zeltplätze mit 20 Euro. Das ist hier für unsere Fahrradtouristen. Dann haben wir noch die Komfort Plus Plätze, wo ihr Wasser, Abwasser und Strom direkt an der Parzelle habt mit 43 Euro. Die sind dann bis 100 Quadratmeter. Und dann gibt es noch die kleinen bis 60 Quadratmeter, auch als Komfort Plus, also Small Platz. Die kosten 39 Euro. Und wir haben hier auf dem Platz, wir stehen gerade hier, die Entsorgung, die Einfahrt, der Check-in, die Rezeption, das Sanitär, das Bistro mit der Terrasse, dem Spielplatz. Wir haben auf dem Platz verteilt, wo ihr die Wes seht, immer noch mal Frischwasserzapfstellen, wo ihr Wasser ziehen könnt mit einem Gewinde, wo man auch einen Schlauch notfalls anschließen könnte. Wir haben einen Badesteg, hier noch eine Slip-Anlage, die wirklich slippig ist. Ich bin da gestern fast hingeflogen. Also wer hier in der Mosel baden möchte, die meisten, die ich gesehen habe, hatten Badeschuhe an. Also das solltet ihr bedenken. Und dann haben wir hier hinten noch ein kleines Sanitär- und Spülgebäude. Zeigen wir euch aber gleich alles, wenn wir über den Platz fahren. Also ich melde mich an, ich wähle meinen Platz aus. Er sagt mir, was ich bezahlen muss für meine ausgewählte Zeit. Und dann EC Cash. Der ganze Platz ist beleuchtet und videoüberwacht, bevor ich das gleich vergesse. Wofür zahle ich alles? Der Preis ist inklusive. Das heißt Strom, unbegrenztes Duschvergnügen, Sanitärnutzung, Spülen, Entsorgen, Chemie, Grauwasser, Müll. Ja, Müll kommt nochmal extra, aber das ist separat. WLAN ist alles im
ich nenne es immer noch Stellplatzpreis, im Übernachtungspreis enthalten. Wir haben hier allerdings für Personen ab 16 Jahren noch die Kurtaxe in Höhe von 1,40 Euro pro Person dabei. Und wir haben eine einmalige Umweltpauschale von 1,50 Euro pro Person und Nacht, die auch noch on the top kommen. Habe ich einen Vierbeiner mit, kostet der pro Hundenase nochmal 4 Euro pro Tag extra. Die Hunde sind an der Leine zu führen. Es gibt natürlich genügend Hundekotbehälter und die entsprechenden Tütchen für den Hundekot, die auf dem Platz verteilt aushängen. Direkt am Anfang finden wir schon den ersten. In der Rezeption haben wir verschiedene Informationsmaterialien aushängen, hier rund um die Gegend. Der Schiffspaarplan haben wir hier und was man sonst hier noch alles unternehmen kann. Wir können in der Rezeption die dort stehenden Traubenpflanzen noch kaufen. Da hilft man euch gerne weiter. Ich nehme euch jetzt gleich mit rein und dann zeige ich euch den Rest da drin. Aber vorher zeige ich euch noch kurz, hier haben wir noch eine Büchertauschbörse, wo ihr gelesene Bücher gerne abstellen könnt und euch vielleicht auch ein neues mitnehmen könnt. Ihr sitzt hier schön überdacht und im Außenbereich haben wir dann auch noch die Moselterrasse für das Bistro. Das zeige ich euch gleich. Ich nehme euch jetzt einmal mit zur Rezeption und zu dem kleinen Shop, den wir hier auf dem Campingplatz haben. Solltet ihr was vergessen haben oder einen schönen Wein noch euch mitnehmen wollen, findet ihr das nämlich alles hier. Und eure Fragen werden ja auch beantwortet. Die Rezeption hat hier ihre Öffnungszeiten von 8 bis 17 Uhr bzw. sonntags bis 12 Uhr und an den anderen Tagen haben wir von 12 bis 13 Uhr die wohlverdiente Mittagspause. Wenn ihr hier seid, findet ihr alles, was ihr in der Regel mal vergessen könnt oder was kaputt geht. Es fängt an mit Campingzubehör, wenn ihr Toilettenpapier, Aquacam oder ähnliches braucht, Gaskartuschen, findet ihr sie hier. Belustigungsmaterial für die Kinder haben wir auch da, gerade wenn das Wetter schön werden sollte und sie ins Wasser wollen, weil wir haben ja hinten auch noch den Badesteg. Naschereien auf der anderen Seite, das, was gerne leer geht oder vergessen wird. So kleine Dinge des täglichen Bedarfs, die man benötigt. Wir vergessen ja schon mal gerne das Duschgel und haben hier dann eine gute Auswahl an Produkten, die einem das Ganze leichter machen. Ja. Und möchte man sich noch Wein mitnehmen oder auch hier, wenn man auf dem Platz sitzt, einen leckeren Moselwein genießen, haben wir hier eine gute Auswahl an Bränden, Bieren und Weinen, die ihr auch natürlich gekühlt bekommen könnt, sowie die Softdrinks, die man so gerne trinkt. Wir haben noch einen Kühlbereich, wo ihr auch Aufschnittkäse und so ähnliches bekommt, was man zum Frühstück braucht. Und zum Frühstück braucht man auch Brötchen. Hier liegt dann die Brötchenliste aus, wo ihr euch eintragen könnt am Vortag und hier morgens ab 8 Uhr die Brötchen dann holen könnt. Es gibt verschiedene Sorten an Brötchen, die zeige ich euch gleich an der Schautafel draußen, wo sie aushängen. Ihr tragt einfach euren Namen ein und die Anzahl der Brötchen, die ihr möchtet in der entsprechenden Kategorie. Solltet ihr Fragen haben, können die hier an der Rezeption von der lieben Mitarbeiterin beantwortet werden und man steht euch mit Rat und Tat zur Seite. Es gibt hier noch einen Stadtplan von Traben-Trarbach, wo ihr sehen könnt, was man dort sehen kann. Traben-Trarbach ist knapp 4 Kilometer entfernt. Guter Fußmarsch oder mit dem Boot oder eben mit dem Rad. Wir sind ja hier direkt am Moselradweg. Es gibt noch weitere andere Informationsmaterialien, die ihr hier mitnehmen könnt, beziehungsweise draußen hängt ja auch noch was. Wollt ihr euch ein Fahrrad leihen, weil wir ja am Moselradweg sind und man bekanntlich da sehr gut Fahrrad fahren kann, könnt ihr das hier auch an der Rezeption. Ihr könnt euch ein E-Bike oder ein normales Rad leihen. Das E-Bike kostet 35 Euro der Tag, das normale Rad 15. Wenn ihr sagt, so Radfahren ist, kann ja jeder, ich will das Ganze mal von der Wasserseite sehen, könnt ihr hier euch auch Kanus leihen. Und die kosten für den halben Tag 20 Euro. Wenn ihr aber den ganzen Tag lieber paddeln möchtet, kostet es 30 Euro. Die Kanus sind 2 Sitzer, also von daher könnt ihr das gemeinsam machen. Ich habe da so schlechte Erfahrungen. Alfred sitzt vorne und hinten sitzt der andere und paddelt. Ich leihe keine Kanus mehr. Das ist mir zu anstrengend, wenn ich Alfred mitnehme. Ja, und ansonsten sagen wir, es ist kurz vor Mittagspause. Wir machen, dass wir hier rauskommen, damit unsere gute Fee hier ihre wohlverdiente Pause machen kann. Das sind die Kanus, die ich eben gemeint habe, die man hier ganz bequem leihen kann, um mal die Mosel von der Wasserseite zu erleben. Ich finde das eine gute Idee, wollten wir auch immer schon machen, aber wie gesagt, ich habe ja das Déjà-vu mit den Helder.
Ich darf es nicht noch mal sagen, dann verdreht einer schon hinter der Kamera die Augen. Hier vorne haben wir auch schon direkt die Moselterrasse, die zu dem kleinen Bistro gehört, das hier angegliedert ist. Und ihr sitzt hier wunderschön, wenn die Schirme aufgespannt sind, ist es auch mega gemütlich. Sonntags ist das Bistro aber geschlossen. Wir haben hier halt momentan die Problematik, dass es, wie auch in Wolf selber schon mehrfach gesehen und ich euch gestern ja auch in dem Drumherum-Video, ihr wisst ja, wir machen ja immer noch mal ein Video zum Drumherum, gezeigt und erzählt habe, Personalmangel. Dadurch ist das Bistro auch nicht allzu lange geöffnet. Da haben wir die Öffnungszeit, die ich euch gleich noch mal sage. Und sonntags ist es geschlossen. Aber ansonsten sitzt ihr hier sehr gut. Es ist auch vom Moselradweg, solltet ihr nicht hier Station machen, zugänglich. Und es ist immer gut besucht, wenn es offen ist. Es gibt eine sehr schöne Speisekarte, die ich euch mal zeige. Ne, also es gibt Burger, Salate, Schnitzel und viele andere leckere Sachen. Und natürlich auch ein Currywurst, ne, mit Pommes. Also von daher, richtig schöne Karte. Die Küche picobello sauber, wie der ganze Platz. Also hier ist alles immer richtig gut gepflegt und ordentlich. Gestern Abend war Sturm, dadurch liegen jetzt ein paar kleine Äste hier. Da kann natürlich keiner für. Wir hatten ein richtig fettes Gewitter, das sich über mehrere Stunden dahin zog und immer wieder reinkam, hier in die Schleife. Und teilweise richtig was abging. Aber das haben wir euch in dem anderen Video gezeigt. Dadurch, die Möbel waren auch alle durch die Gegend geflogen hier. Da musste heute Morgen erstmal aufgeräumt werden. Wenn ihr jetzt hier was essen und trinken wollt, oh, hier gibt es auch leckeres Eis, dann zeige ich euch, wo ihr das bekommt. Hier an diesem Fenster gebt ihr eure Bestellungen auf. Es liegt auch noch mal hier die Menüliste aus, die Getränke. Es hängt eine Eiskarte aus. Und wie sollte es anders sein bei einem niederländischen Betreiber, die Familie van Dongen, gibt es Softeis in allen Varianten. Und gestern habe ich echt bereut, dass ich kein Geld mit hatte, als ich mit euch die Abendrunde gestartet bin. Weil da hätte ich mir am liebsten noch so ein Softeis mit Pistaziencreme mitgenommen. Ansonsten, ihr gebt eure Bestellung auf. Es ist nur Barzahlung möglich. Ihr bekommt einen Dondel, der piept, wenn das Essen fertig ist. Und dann könnt ihr das euch hier an dem Foodtruck abholen, weil hier wird es drin zubereitet. Da ist eine sehr fleißige Dame, die euch das Essen dann fertig macht. Habt ihr noch Kiddies mit? Haben wir hier hinten einen schönen Spielplatz, wo sie sich austoben können. Es gibt auch Sandspielzeug, das dort zur Verfügung gestellt wird. Wir haben für die Kinder hier auch für die etwas größeren Catcars, die geliehen werden können. Die sind natürlich jetzt erstmal befestigt, aber sie sind auch zur Ausleihe möglich. Und wir haben noch eine Tischtennisplatte. Und da vorne haben wir noch eine Fahrradstation. Ihr seht, hier vorne ist schon direkt der Moselradweg. Ihr könnt also auch, wenn ihr nur auf der Durchreise seid, hier vorne ist noch mal ein Terrassenbereich, wo ihr sitzen könnt, hier einkehren und euch etwas stärken, die Kleinen spielen lassen oder auch das Rad aufpumpen. Wir haben hier wieder alles, die gängigen Werkzeuge plus die Luftstation. Also von daher haben wir jetzt schon festgestellt, in Stellplatznähe sind diese Stationen unwahrscheinlich oft vertreten, wenn der Stellplatz am Moselradweg liegt. Also das finde ich richtig gut, weil wir haben schon oft festgestellt, dann, wenn du sowas brauchst, ist es nicht in der Nähe. Ich weiß jetzt nicht, warum Alfred mir die Hake in die Hand gedrückt hat. Ob der das die Sandspiel. Ich dachte, du wolltest ja die Haare gekämmt bekommen. Ja, klar. So, rüber zu den Kiddies. Ich sag euch noch was Wichtiges und Allgemeines zu dem Platz. Dafür brauche ich nämlich meinen Zettel und deshalb habe ich es mir hier gemütlich gemacht. Das Moselcamping liegt am Ortsrand vom Dörfchen Wolf.
Da seid ihr in ein paar Schritten. Dort gibt es mehrere Lokale, wo ihr einkehren könnt. Aber auch da haben wir das gleiche Problem wie hier. Die Öffnungszeiten sind teilweise nur bis 19 Uhr. Gestern hatte ich gesehen, ein Lokal war länger auf, das Hotel Wolf. Aber das war dafür auch komplett ausgebucht. Alle anderen haben durch Personalmangel um 19 Uhr geschlossen. Wenn ihr was essen wollt, müsst ihr da schon Gas geben. Ja, der Campingplatz ist nicht ganzjährig geöffnet und hat dieses Jahr bis zum 20. Oktober auf. Aber von daher nutzt die Zeit und kommt noch einmal her. Gerade jetzt, wenn im Herbst es beginnt, das Laub der Weinreben sich zu verfärben, ist die Mosel eine Welt für sich. Das ist ja so schon, aber dann ist sie besonders schön, finde ich. Wir haben es ja letztes Jahr nicht machen können. Aufgrund des Unfalls meines Sohnes waren wir ja an zu Hause gebunden. Aber dieses Jahr werden wir euch das mit Sicherheit noch mal zeigen. Der Campingplatz ist bis 11 Uhr zu verlassen. Also Abreisezeitpunkt ist 11 Uhr. Und es herrscht eine Nachtruhe von 22 bis 8 Uhr. Anreisen könnt ihr ab 15 Uhr. Ich werde hier gerade zum Blümchen gehalten. Direkt im Einfahrt- und Ausfahrtbereich haben wir den Entsorgungsbereich. Sieht gerade ein bisschen nach Baustelle aus, aber das erkläre ich euch direkt, damit es nicht abschreckt. Hier soll in 2 Wochen an der Stelle nämlich noch ein Camperclean zusätzlich zu der normalen Chemietoilettenentsorgung entstehen. Die Arbeiten sind leicht in Stocken geraten, aber in 2 Wochen, das heißt zu dem Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, müsste da der Camperclean stehen. Wir haben hier 2 gut anfahrbare Grauwasserentsorgungsrinnen und hier bin ich wieder in meinem Lieblingsthema. Warum muss die Chemietoilette da drin entleert sein? Alfred erspart euch die Bilder. Wir haben hier noch die Chemietoilettenentleerung. Okay, sie ist ein bisschen umständlich zugänglich von der anderen Seite. Wir haben doch den Spülschlauch für die Chemietoilettenentleerung. Wir haben daneben eine Frischwasserversorgung mit einem Schlauch. Wenn ich für die Weiterfahrt mich noch mit Wasser befüllen möchte, es ist alles im Preis inklusive. Warum muss ich meine Hinterlassenschaften in die Grauwasserentsorgung schütten? Ich, der bei so einem Dreh auch da durchläuft, ich muss echt gucken, wo ich da hintrete manchmal. Ne? Aber Vorteil ist, wir haben heute keine Handschuhe da liegen. Bis jetzt zumindest, weil wir haben noch eine 2. Chemietoilettenentleerung. Vielleicht finden wir da auch noch ein paar Handschuhe. Ne? Also es ist, glaube ich, kaum ein Video, wo wir an der Entleerungsstation nicht Hinterlassenschaften irgendeiner Art finden. Es gibt finden. Schon also die seltensten Leute. Als Camper so ein bisschen säuerlich, wo man sich dann für seine Camperkollegen wegschämt. Naja, Entsorgung, wie gesagt, gezeigt, ist in Bearbeitung, wird danach auch wieder geschlossen. Wir haben hier demnächst den Camperclean. Heute kein Fazit an der Mülltonne. Nein. Bevor ihr bis zur Rezeption und Bistro kommt, haben wir hier den Sanitärkomplex. Beginnen mit der Abfallentsorgung, klassische Mülltrennung, Restmüll, Papier, gelber Sack. Und die waren gestern leer. Ich habe gestern Nachmittag eine Flasche weggebracht. Also da war meine Flasche die einzige in dem Container. Ich weiß nicht. Nee, also von daher, wir sehen, wir sind an der Mosel. Aber sowas haben wir auch schon in Holland gesehen, wo wir nicht waren. Wir haben hier Außenspülbecken, die ausreichend groß sind. Alles sauber, wie es jetzt aussieht. Heute war Abreisemarathon. Sind die Hinterlassenschaften derjenigen, die heute abgereist sind. Es wird hier mehrfach täglich geputzt. Von mir auch gesehen. Also von daher, zu dem Zeitpunkt war alles picobello sauber. Aber ist nicht so jedermanns Sache. Abtropfeinrichtungen. Und da wir oben über den Toiletten noch die Duschen haben, sind 3 Duschen für Weiblein, 3 für Männlein, ganz neu gemacht, aber nicht ausreichend, hat man hier noch auch wunderschöne Duschcontainer aufgestellt, die in den Duschen oben in nichts nachstehen. Wir haben hier moderne, super saubere Duschen mit Ablagemöglichkeit, Haken und einer Sitzbank für die, die wie bei Alfred zum Beispiel gehandicapt sind, um sich anzuziehen, die dann sich abstützen können oder hinsetzen können.
immer eine gute Sache. Natürlich in dem Fall sind die Duschen alle nicht barrierefrei. Nee. Du hast hier den Versatz, man könnte noch eine Rampe davor machen, aber für oben kommst du natürlich nicht die Treppe hoch, solltest du im Rollstuhl sitzen. So würde es vom Platz her vielleicht noch funktionieren, aber für einen Rollifahrer eigentlich nicht geeignet. Abzieher, 2 Stück für 4 Duschen, völlig ausreichend. Dann haben wir hier vorne auch schon, na, da hat man an die kleinen Leute gedacht, ne? Eine kleine Erhöhung, haben wir hier WC. Die 50 Cent beziehen sich nur auf einmalige Besucher der Moselterrasse und des Bistros. Die sind natürlich für diejenigen, die hier auf dem Platz stehen, im Preise inbegriffen. Wir haben 2 Handwaschbecken mit Seife, da dann ganz nass, und entsprechend schönes, modernes, neues Sanitär. Vor einem Jahr, glaube ich, renoviert worden oder in Betrieb genommen worden, mit allem, was man braucht, in ansprechendem Holz- und Grauambiente. Daneben geht es weiter mit dem Waschen. Da könnt ihr eure Wäsche waschen. Wir haben hier nochmal ein Handwaschbecken und eine Waschmaschine und einen Trockner, der gegen Münzeinwurf dann eure Wäsche wäscht oder trocknet. So, warmes Wasser gibt es auf jeden Fall inklusive. Der Münzeinwurf war vielleicht früher mal auch für die Waschmaschinen, ich weiß es nicht. Es steht hier Preis dran, aber ich weiß nicht, was der Preis ist. Hier haben wir noch eine Trinkwasserzapfstelle für kleinere Mengen. Gasflaschenservice. Mit den Tagespreisen, die hier aushängen, Alu wie auch normal, und auch niederländische Flaschen sind dabei. Außenrum haben wir hier auch noch mal die Herrentoiletten mit einem Aschenbecher. Wieso bei den Herren der steht und bei den Damen nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und ich nehme euch jetzt mal hoch mit in die Duschen, damit der arme Alfred nicht die Treppen steigen muss. Einmal die Duschen für die Herren und hier sind wir bei den Damen. Auch hier alles relativ neu, ungefähr ein Jahr alt, mit ansprechenden Waschbecken, einer schönen Ablage- und Sitzmöglichkeit, einer Wickelauflage, dem Abzieher und der geräumigen Duschkabine. Mit dem Bodeneinlauf an der Rückwand, was immer herrlich ist, dass man nicht in dem Gebräu, was man sich da abspielt, steht. Karten auflegen braucht ihr nicht. Der Sensor ist ohne Funktion. Ihr braucht nur den mittleren Kopf für das Touch zu drücken, damit das Wasser läuft. Das ist zeitbegrenzt, aber man kann es jederzeit verlängern. Und dann haben wir hier auch den Haken mit der praktischen Ablagebank und alles wieder in dieser schönen Farbkombination Holz und Grau. Spiegel ausreichend da. Also von daher auch Steckdosen, um euren Föhn anzuschließen, solltet ihr einen benötigen. Und hier unten auch nochmal Haken, um eure Kulturbeutel abzuhängen. Wie gesagt, eben war hier ein großer Ansturm noch. Es wird gleich noch geputzt. Es wird immer in der Mittagszeit geputzt. Von daher, Frisur sitzt nicht, dem Gewitter geschuldet. Ne? Guck mal, Alfred hat es sich schon bequem gemacht. Und von hier oben hat man auch eine schöne Aussicht. Wenn ich jetzt bei den Herren reingucke, kann ich wieder nur sagen, da ist es sauberer als bei den Damen. Immer das Gleiche, ne? Gegenüber haben wir noch ein paar kleine Informationstafeln, wo ihr Interessantes zur Umgebung lesen könnt, zum Beispiel zu Veranstaltungen in Traben-Trarbach, das ja bekannt ist für seine Nachtwächterführung. Dann haben wir, das zeige ich euch jetzt nicht, das WLAN-Passwort, nochmal die Öffnungszeiten vom Bistro und der Rezeption und Notfallnummern. Dann hier die Brötchen, die ich eben angesprochen habe. Nein, dann hier nochmal die Brötchen. Wie ihr die bekommt, erkläre ich euch gleich, wenn wir in der Rezeption sind. Es gibt auch sogar ein Roggenmischbrot und Baguette, sehe ich gerade.
Die müsst ihr bis 16.30 Uhr am Vortag bestellen, wenn ihr die am nächsten Tag holen möchtet. Die sind dann in der Rezeption abholbar. Nochmal ein kleiner Plan, die Touristeninformation und Veranstaltungen aus Wolf. Der Platz ist ein buntes Misch aus Dauercampern, Saisoncampern, Wohnwagen, Wohnmobile, Kastenwagen, Familienzelte und kleine Zelte von Fahrradtouristen. Also hier habt ihr alles beisammen und man steht auch teilweise quergemischt, was interessant ist, wenn man sich untereinander mal die unterschiedlichen Erfahrungen austauschen möchte. Teilweise sind die Plätze schattig durch diese großen Walnussbäume und so hat man auch wie bei Temperaturen, die wir gestern hatten, dann ein wenig Schatten. Es sind ungefähr etwas über 100 Stellplatzmöglichkeiten, die hier gegeben sind, plus 10 nochmal für die kleinen Zelte. Da ist auch ein großer Ast runtergekommen. Der Fahrweg ist einmal asphaltiert wie hier, aber die anderen Zwischenwege sind alle nur geschottert. Also im Grunde einmal asphaltiert, dreimal geschottert. Insgesamt ist der Platz gut verdichtet, nicht gerade. Ihr braucht eigentlich so gut wie immer Keile, weil wir hier ein sehr naturnahes Gelände haben. Wir haben halt eine Flussböschung, hätte ich mir beinahe gesagt. Wie hier vorne, wir haben hier immer wieder die Wasserzapfstellen, die ich euch ja eben schon auf der Karte gezeigt habe. Und hier hinten am Ende befindet sich auch schon hier runter die Slipanlage. Hier haben wir schon die Slipanlage, aber ihr müsst aufpassen, ab da, wo das Wasser hochspielt, fängt es an, glitschig zu werden durch den Algenbelag, den wir haben. Aber um mit dem Zack ins Wasser zu gehen, ist das hier oder hinten am Badesteg eine gute Gelegenheit. Was ist? Das Schild steht nicht umsonst da. Wir sind an einem Gewässer und an der Mosel gibt es sehr viele Schwäne. Die laufen hier auch über den Platz. Die bitte nicht füttern und in Ruhe lassen, dann tun sie euch auch nichts. Die mögen auch morgens schon mal neben eurem Tisch stehen. Also von daher, und ich kann euch sagen, die sind groß. Ja. Da waren die Pfaue letzte Woche auf dem Bauernhof, wo wir waren. Nix gegen und die Gänse. Also die sind schon Respekt. Die haben solche Füße. Solche. Abgesehen von der Comfort Plus Kategorie haben wir über den Platz verteilt immer wieder Stromanschlüsse wie hier und da. Und dann auch noch mal an den Sicherungskästen. Bei uns zum Beispiel sind nicht die Einzelsteckdosen, wo wir stehen. Wir zeigen unsere Parzelle gleich noch. Da wird alles am Sicherungskasten, also an der Masterkasten angeschlossen. Hier haben wir keine Einzelanschlüsse. Da geht es um die verteilten, die draußen aufgebaut sind. Wir haben aber hier entsprechend die Sicherungen, die gestern bei dem Gewitter, warum auch immer, bei dem einen Kasten hin und wieder rausging, aber ich weiß auch nicht, was die da alles dran hatten. Von einer Heißluftfritteuse über eine Kochplatte und alles. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen mit der Feuchtigkeit. Bei uns sind die Steckdosen im Sicherungskasten. Hier sind sie an den Außensäulen. Das ist hier und da unterschiedlich. Wie gesagt, an den Komfortplätzen da oben, Komfort-Plus-Plätzen, sind sie an jedem Stellplatz. Die Komfort-Plus-Plätze bzw. die Komfort-Plus-Mall-Plätze sind hier oben etwas terrassenmäßig erhöht und verfügen dann über diese Versorgungssäule, die euch direkt Frischwasser, Abwasser und Stromversorgung in einem bieten. Da habt ihr dann alles beisammen. Von hier oben seid ihr direkt an den Weinbergen und habt eine schöne Sicht über den Platz und auf die Mosel und dem gegenüberliegenden Weinberg. Dort haben wir den Kröfer Nacktarch, weil wir sind hier quasi fast schräg gegenüber von Kröf. Durch die Brücke, die in Wolf ist, seid ihr relativ schnell dort. 6 Kilometer entfernt in Kindel gibt es die Brücke rüber nach Kinheim, wo ihr dann auch schön eine Runde von ungefähr, ja, wenn ihr so bis hier rüber fahrt, 20 Kilometer fahrt,
fahrt ihr bis Tram-Trarbach, sind es vielleicht eine Runde von 30 Kilometer, wenn ihr mit dem Rad fahren wollt. Oder zu Fuß einmal um die Brücken. Ist auch eine schöne Wanderung. Hier in den oberen Reihen ist es natürlich ein bisschen weit bis vorne zum Hauptgebäude. Von daher haben wir hier noch einen kleinen Sanitär- und Spülkomplex. Wir haben hier hinten noch 4 Spülbecken. Auch die entsprechenden Abtropfgelegenheiten gibt es, sind gerade in Benutzung. Und wir haben hier noch entsprechend Unisex-Toiletten mit Pissoir und Toilette. Und auf der Rückseite gibt es auch noch eine Chemietoilettenentleerung. Von den Toiletten haben wir hier 4 Stück, wie eben auch die 4 Spülbecken. Also von daher alles da. Und dass hier einer seinen Müll in die Ecke geschmissen hat, das zeigen wir euch jetzt nicht. Wir haben hier gestanden, uns sehr wohl gefühlt. Und wenn ich hier und da an der einen Stelle gesagt habe, da liegt Müll und da ist Hinterlassenschaft, das hat nichts mit dem Betreiber zu tun. Die Familie van Dong hat mehrere Camping- und Stellplätze hier an der Mosel. Traben-Trarbach, Rissbach, Pünderich, Stellplatz wie Campingplatz. Hier den in Wolf, habe ich jetzt einen vergessen, ich glaube nicht. Die sind immer alle picobello und wir waren ja schon gefühlt 50 Mal in Pünderich. Also von daher, sowas haben wir noch nicht erlebt. Aber du kannst ja natürlich nicht sofort an der Stelle sein, wenn einer da gerade was nicht so schön hinterlassen hat. Also von daher, das hat nichts mit dem Platz zu tun. Das will ich jetzt nochmal ausdrücklich betonen. Der Platz war immer sauber, immer gepflegt. Und wenn man vorne anfängt oder hinten ankommt, kann man nämlich im Grunde bei manchen Campingverhalten, was wir hier leider hier und da erleben mussten, wieder anfangen. Wir haben hier vorne noch den Badesteg und den zeige ich euch noch. Gestern war der nicht überspült. Guck mal, was da schnell Wasser drauf kommt. Der war gestern trocken, ne? Ja, das hat aber eine gute Verdrängung gehabt. Hier haben wir noch den Badesteg, wo gestern auch viele zum Schwimmen reingegangen sind und auch mit dem Sub losgepaddelt sind. Was Schönes ist wirklich, wenn du hier vorne sitzt und aufs Wasser schaust, abgesehen von den Binnenschiffen, die hier vorbeifahren, gibt es viele skurrile Gefährte, die sich hier über Wasser und teilweise auch hinten über die Landstraße hier fortbewegen. Also ich sag mal, da brauchst du wirklich gar nicht viel unternehmen. Da kannst du den ganzen Tag gucken, gehst hinten im Bistro dir was Leckeres essen und dann bist du hier schon eigentlich versorgt. Um eine ruhige, gechillte, schöne Zeit zu genießen, bist du hier auf dem Moselcamping in Wolf nämlich genau richtig. Von daher an der Stelle sind sie wieder neugierig. Ja, da kommt ein ganz großes Schiff, kommt ein Schweizer. Guck. An der Stelle das Fazit zum Moselcamping in Wolf. Wir sagen, ein schöner familiärer Campingplatz, wo man ein Ohr für seine Gäste hat, alles daran tut, dass alles zum Wohle des Gastes vorhanden ist. Von daher haben wir mal wieder die volle Punktzahl für so einen schönen familiengeführten Campingplatz, wo auch die Nachfolgegeneration, wir sind hier bei 3 Generationen, die wir kennenlernen durften, sagen kann, man merkt, hier leben Camper für Camper und machen was für Camper. Daher einen ganz, ganz lieben Dank an die Familie van Dongen, an der süßen Tochter, an der Rezeption, an den super netten Opa und an Edwin und Frau für das, was ihr Camper uns hier an der Mosel innerhalb dieser Zeit alles geschaffen habt. Macht weiter so. Ich weiß, wie aus Pünderich, ihr seid immer bestrebt, Neuerungen zu machen. Der Pool in Rissbach, die Camper Clean hier in Wolf, ne, in Pünderich, die Vergrößerung des Platzes. Ihr stagniert nicht, ihr expandiert immer weiter zum Wohle des Gastes und daher Hut ab. Danke.